Hallo! Und willkommen zurück zu Mafia 3. Und ich sehe hier niemanden. Beziehungsweise, wir müssen uns hier noch weiter durchkämpfen. Das wäre ein Scharfschützengewehr nicht so schlecht. Mist. Ich würde gerne die Granate da oben einschmeißen, aber es geht nicht. Ich versuche den Kopf anzuziehen. Beziehungsweise wollte ich das Ganze wieder abbrechen. Aber es ging halt nicht. Oh. Könnte ich ja noch ein paar Mal probieren hier mit den ganzen Granaten, die hier so rumliegen. Aber da die da oben so rumgammeln, denke ich mal. Hätte ich mal. Okay, Moment. Noch ein Bild. Da könnten wir eigentlich auch nochmal hingehen. So, dann sind wir doch bestens vorbereitet, um mal da diesen drei, vier Leuten noch, ja, mal unsere coolen Waffen zu zeigen. So, und erstmal daneben zu schießen. Oh ja, jetzt wird der so viel Blut. Sieh dir all das Blut an. Ach, das ist er schon. Deswegen kann man keine Granate reinschmeißen. Du dämlicher Motherfucker. Ich hatte gedacht, du wärst mein Freund. Dass du mir und Alice helfen würdest. Aber das war eine Lüge. Du hast mich nicht umgebracht, weil ich Nein gesagt habe, sondern weil du dachtest, ich sei dein Eigentum. Dein kleiner Nigger. Es ging nie um uns zwei. Sondern um meinen Alten, um meinen Vater. Ich würde alles für ihn tun. Ist wie mit dir und Sammy. Na, dann weißt du ja, wieso ich das jetzt tue. Okay, ich dachte, der hat da irgendwie diese Bundeswehrmarke oder Armeemarke da abgenommen. Was war der Schlüssel nach oben? Konfrontiere Marcano. Haben wir das nicht gerade gemacht? Irgendwie heißen die alle Marcano. Jetzt nimm mal bitte wieder eine Waffe. Oder ist nur er hier oben? Ist nur noch er hier? Können wir erstmal eine Runde plauschen. Oh, das ist ja ganz cool eigentlich, aber es wird mich ein bisschen wuschig machen. Wenn nee, ich glaube, das ist nur wegen dem Licht irgendwie, ansonsten bleiben die... Ne, wechseln die Farben jetzt nur oder bleiben die gleich? Wenn ich mich stehen bleibe, bleiben sie gleich. Das ist ja wieder, das ist ja... können 10 Wohnungen draus gemacht werden. Aussicht, nicht? Als ich in diese Stadt gekommen bin, war sie das hinterletzte Drecksnest. Jetzt sieh sie da an. Zeig mir deine Hände. Das, was zwischen uns war, ist vorbei, verstehst du? Es war vorbei, als du hier raufgekommen bist und nicht mein Sohn. Willst du einen Drink? Okay. Den habe ich importiert. Aus Schottland. Single Malt.
Eigentlich trinke ich Bourbon, aber ich dachte mir, für die Casino-Eröffnung besorge ich mal was mit etwas mehr Klasse. Aber mit dem Casino wird's ja wohl nichts, nicht wahr? Sieht nicht so aus. Setz dich ruhig. Ich lauf schon nicht weg. Hey, nicht übel. Ich trinke lieber Schwarzgebrannten. Ungefähr einen Monat, nachdem mein Bruder Lucio tot war, bekam ich plötzlich Albträume. In einem war ich auf einem Boot. Und eine riesige Welle kam und spülte mich über Bord. Ich fiel ins Wasser und ging unter wie ein verdammter Stein. Und dann gab's noch einen, wo Schlangen mich zu Tode gebissen haben. Aber der schlimmste Albtraum von allen war Georgies Beerdigung. Wie er da lag in diesem lausigen Sarg. Die Kehle durchtrennt wie Lucio. Das war wirklich der Schlimmste. Und das träumte ich alle 3 bis 4 Tage. Ich habe einen, da bin ich in Nam. Ich schlafe in einem Erdloch. Da kommen so düstere Gestalten aus der Dunkelheit. Ich versuche mich zu wehren, aber sie überwältigen mich und fesseln mir die Hände. Dann werde ich geknebelt, damit ich nicht schreien kann. So kann ich die nicht warnen, die neben mir schlafen. Und da liege ich und höre, wie sie alle sterben. Das wird man wohl nicht so schnell los, sowas. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Was du hier siehst, war alles dazu gedacht, dass mein Albtraum nicht wahr wird. Und jetzt sieh mich an. Ich habe viele auf dem Gewissen. Mehr als ich zählen kann. Der eine Mensch, den ich nie sterben sehen wollte, war mein Sohn. Und jetzt ist er tot. Ja. Jetzt ist er tot. Mein Sohn ist tot. Und ich trinke Whisky mit seinem Killer. Ich werde mich nicht entschuldigen für das, was ich getan habe. Wenn ich das täte, wär's gelogen. Ich bin nun mal keiner, der groß Scham empfindet für seine Taten. Das war ich noch nie. Ich wollte mir hier keine Entschuldigung abholen. Ja, das weiß ich doch. Scheiße, mir war immer klar, wer du bist. Von der ersten Sekunde an, wo ich dich im Country Club gesehen habe. Wir zwei sind eben nicht wie andere Menschen. Wir beherrschen nur eins. Nur darin sind wir gut. Ich werde auf dich warten, Lincoln Clay. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Ich weiß. Worauf wartest du noch? Tu's endlich, verflucht! Krieg dich! Okay. Ich wollte schon sagen, so, hä? Lässt er den jetzt wirklich gehen? Also, klingelt Clay jetzt und dann geht die ganze Scheiße wieder weiter. Aber dass er den so abgemoxt hat, ich dachte, er haut den einfach eine Kugel in den Kopf und fertig. Da quatschen sie nochmal und dann machen sie einem fast ein schlechtes Gewissen hier. Ich habe echt drauf gewartet, dass da noch ein kleines Kämpfchen kommt, dass der versucht, ihn abzumoxen. Also, man kann nur den Clay. Schon wieder. Thank you.
Du bist Lincoln Clay, oder? Das ist korrekt. Ich hab's ja gleich gesagt, das Casino wird sein Tod sein. War damals nicht wörtlich gemeint. Aber manchmal kommt's eben, wie man sagt. Besonders, wenn man die falschen Leute anpisst. Weißt du, wer ich bin, Junge? Ich denke, Sie sind Leo Galante. Komm, wir gehen ein paar Schritte. Es wird dich kaum überraschen, aber die von der Kommission wollen dich killen. Dich und alle anderen, die mit der Sache hier zu tun hatten. Das war eine Privatsache zwischen mir und Marcano. Ich verstehe das, Junge. Die anderen auch. Aber diese Branche macht dich paranoid. Wer denkt da klar? Die sehen nur, dass Sal ins Gras beißt. Und fragen sich dann sofort, ob sie nicht vielleicht die Nächsten sein werden. Also checken Sie jetzt, ob Sie mich absägen wollen. Nein. Aber ich habe eine Botschaft an dich. Du hast, was du wolltest. Aber jetzt ist Schluss. Endgültig. Ich habe kein Problem mit euch. Sal hat monatlich 20% gezahlt. Und zwar Cash. Es wurde immer vom gleichen Mann gebracht. Seit 20 Jahren. Ich sehe keinen Grund, das jetzt anders zu halten. Du? Nein, Sir. Dafür lassen wir dir freie Hand. Du kannst tun, was du willst. Ob du Heroin dealst oder an jeder Ecke einen Puff hinstellst. Ist mir alles scheißegal. Uns ist nur eines wichtig. Die 20%. Und was ist, wenn ich entscheide, abzuhauen? Woanders neu anzufangen? Dann haben wir uns heute zum letzten Mal gesehen. Ich wünsche dir viel Glück, Junge. Bevor sie dich begraben, triff dich mit Donovan und Vater James. Ach ja, okay, ist noch gar nicht komplett zu Ende. Achso. Komisches Ende. Also, naja, Ende. Komischer Abschluss von dem Ganzen hier mit dem. Da ist doch noch einer von uns. Oder? Nee. Was ist das? Okay. Was ich komisch finde, wir sind da gerade reingestürmt und keine Ahnung, haben da ein Dutzend Leute oder so kalt gemacht und auch vorher schon Hunderte. Und jetzt kommt er mit drei Hanseln daher und keine Ahnung, da knickt er einen auf einmal. Als ob uns die drei dann aufgehalten hätten. Aber gut. Ja, theoretisch. Hätten die nichts gesagt, wäre ja jetzt Schluss gewesen. Gut, die wollen halt ihre 20%, ne? Aber so wäre man ja gar nicht auf die Idee gekommen, dass da noch jemand dahinter steht. Vielleicht gibt es ja einen Mafia 4, wo Lincoln weitermacht. Könnte dann zwar langweilig werden, aber wer weiß. Oder ein anderer wird aus seiner Gang sagt, das wird ihm zu bunt. Wir töten einfach alle, oder was weiß ich. Gibt es ja Möglichkeiten vieler. Wenn denn überhaupt ein Vierter geplant ist. Weiß ich nicht. Aber vielleicht ist auch wieder ganz was an. Ich überlege nur gerade, ob dieser... Es ist mir die ganze Zeit das Helmer Kahn im Kopf, dieser Name. Der andere, der alte, der eben da war. Ob der auch schon im zweiten da war? Ich weiß, am Ende vom zweiten wurden die auch abgeholt, also wurde der Vito abgeholt. Aber ich weiß nicht mehr von wem. So, mal gucken, was die jetzt hier wollen.
Ich denke mal, Donovan wird sich freuen. Der James wird vielleicht wieder eine Standpauke halten. Ist er tot? Ja, er ist tot. Er und Georgie, beide. Die beste Neuigkeit seit Jahren. Da sagen wir doch Amen, Padre. Und was kommt als nächstes? Was heißt hier als nächstes? Es ist vorbei. Aus. Feierabend. Seien Sie still. Lincoln, nur weil Sam Arcano tot ist, ist es noch nicht vorbei. Was du getan hast in diesem Ausmaß, das hat einen Sturm in der Stadt verursacht. Und es wird sehr lange dauern, bis der sich gelegt hat, wenn er das hier tut. Arcano ist tot. New Bordeaux gehört jetzt mir. Ist keiner mehr übrig, der es mir streitig machen könnte. Das kann nicht dein Ernst sein. Es ging nicht darum, Arcano zu ersetzen. Er sollte entfernt werden. Die Stadt hat genug durchgemacht. Sie braucht keinen neuen Sam Arcano. Diese Stadt, wollen Sie mich verarschen? Die ist ein einziger Sündenpfuhl. Hierher kommen die Leute zum Ficken, Saufen und Kiffen. Halten Sie Ihr dreckiges Maul. Aber das ist die Realität, Padre. Wenn sie keinen neuen Sam Arcano kriegt, scheißt sie selbst einen aus. Er hat recht. Bin ich es nicht, ist es jemand anderes. Und wahrscheinlich ist er sehr viel schlimmer drauf. Amen. Link. Damals, als du aus dem Krieg zurückkamst, was hast du mir da gesagt? Dass du weg wolltest nach Kalifornien. Alles hinter dir lassen. Und ganz neu anfangen. Ja, aber... Sehr gut. Du kannst immer noch gehen, Lincoln. Es ist nicht zu spät. Geh! Und schau nicht zurück. Hör zu, ich würde liebend gerne bleiben und eure Debatte über die Qualitäten diverser Gangsterbosse lauschen, aber ich habe einen Termin. Nur einen kleinen Tipp noch. Diese Wichser, deine Ex-Partner, kill sie. Und zwar allesamt. Begrab sie, bevor sie dich begraben, Kumpel. Wir sehen uns, Padre. Gott vergib mir, dass ich dir bei all dem beigestanden habe, Linker. Aber wenn du diese Stadt nicht demnächst verlässt, waren wir Freunde. Ist das klar? Pater. Die menschliche Seele kann nur eine gewisse Menge ertragen. Und meine ist dabei zu zerbrechen. Steige den Thron oder verlasse die Stadt. Okay. Das ist ja jetzt eine komische Auswahl. Was haben wir hier? Verlasse New Bordeaux. Fahr zum Plantagenhaus. Das wäre alles vorbei. Musst du vor eine Hä? Na, wir müssen das doch nicht machen. Mann, das ist doch schon wieder dumm. Zum einen weiß ich nicht, warum der Pater sich so aufregt. Ich meine, wir könnten die Stadt ja wieder aufbauen, so mit der Macht, die wir jetzt haben. Oder sogar besser machen. Zum anderen hat er ja jetzt nicht so viel gemacht. Nur in den Zwischensequenzen immer mal irgendwas gequatscht. Da finde ich, haben die anderen... Naja, die haben halt verlangt, ne? Ich weiß nicht, warum der Donovan jetzt so einen Scheiß rausgeschmissen hat. Damit würden wir das gleiche machen wie Arcano. Deswegen würde ich sagen, ich würde gern beides ausprobieren und gucken, was passiert. Aber wir fahren erstmal. Weil, ja, wie gesagt, ich will halt nicht wieder Arcano sein. Und, also der Pater ist mir ja... Ehrlich gesagt, völlig wurscht, denn seine Seele kann machen, was sie will. Aber ich fände es halt nicht richtig, wenn wir dann wirklich die anderen noch, also auch hintergehen. Zum einen wurden wir ja hintergangen, weswegen wir den ganzen Mist angefangen haben.
Und die haben uns ja geholfen. Und ja, dann dieselbe Scheiße wieder zu machen, fände ich kacke. Und dann steht man halt auch wieder als Alleiniger da. Und dann irgendeiner von denen überlebt, vielleicht die Cassandra. Dann kommt Mafia 4, Cassandras Rache oder so. Und ich weiß nicht, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass die uns in den Rücken fallen würden. Könnte doch. Ich bin mir jetzt echt unschlüssig. Ich meine, klar, man kann die Stadt verlassen. Haut dann ab und macht einfach irgendwas. Ich meine, eigentlich ging es ja ursprünglich darum, dass er sich rächt und mehr nicht. Und ich glaube, wenn man die drei sich selbst überlassen, dann ist das auch nicht so gut. Aber hier steht ja auch nirgendwo, dass man die killen muss. Ich meine, man könnte jetzt sicher jetzt... Man ist ja sowieso schon praktisch der Chef von den dreien. Also kann man ja sich halt auf den Thron setzen und mit den dreien hier über diese tolle, sumpfige Stadt herrschen. Also herrschen, in Anführungsstrichen. Was Schickes draus machen. Aber wir hauen erstmal ab. Mal gucken, was passiert. Nachdem Lincoln verschwunden war, hat Thomas Burke die Stadt übernommen. Laut seiner Tochter hatte er Krebs, Leberkrebs und seine Ärzte sagten ihm, er hätte höchstens noch 6 Monate. Aber das selbstsüchtige Arschloch hat sich in Mexiko mit Lincolns Geld illegal eine Leber transplantieren lassen. Dadurch hat er sein Leben um satte 16 Jahre verlängert. Erst hat er die ganze Stadt mit Alkohol überflutet. Dann ist er ins Drogengeschäft eingestiegen. Zuerst Heroin, dann Kokain. Das lief alles über dieselben Vertriebswege wie der schwarzgebrannte Schnaps. Es hat kein Jahr gedauert. Dann kam das ganze Kokain über diese Stadt hier ins Land. Wie auch immer. Burke hat's geschafft, in kurzer Zeit einer der reichsten Männer der Südstaaten zu werden. Er kaufte sich einen Sitz im Stadtrat und er wollte den Namen der Stadt ändern lassen. In Bourbon City. Aber natürlich wollten auch andere im Drogengeschäft mitmischen. Und eine kubanische Gang war da völlig humorlos. Schießereien auf den Straßen, Autobomben, ein Bordell ging in Flammen auf. Als die Kubaner eines Tages vor Burkes Haus standen, kam er raus. Bewaffnet mit einer M60 und Granaten. Er nahm 8 von ihnen mit in den Tod. Das war 1984. Und seit dieser Zeit saß keiner mehr länger als ein paar Monate auf dem Thron. In dieser Stadt kann sich jeder Hobby-Gauner als Gangsterboss versuchen. Nach Sir Marcanos Tod ist Lincoln Clay spurlos verschwunden. Das FBI hat nach ein paar Monaten die Suche aufgegeben und die Akte geschlossen. Aber ich bin an ihm dran. 1971 führte mich eine Spur zu einer kalifornischen Werft, hatte unter falschem Namen gearbeitet. Aber als wir hinkamen, war er schon wieder weg. Danach verlor sich seine Spur. Ab 78 hielt ich ihn für tot. Doch dann habe ich von einem Typen gehört, der Lincoln hätte sein können und mit Kolumbianern dealte. Von da an wurde er alle paar Jahre mal wieder gesehen. Lincoln hat es bis nach Kalifornien geschafft und war da ein paar Jahre bei einer Schiffswerft. Hat sich sogar verliebt. So schwer, dass er die Frau heiraten wollte, aber es lief anders als geplant. Keine Ahnung warum. Dann zog er wieder durch die Welt. Nach Alaska, New York, Südamerika. Er war sogar noch mal in Vietnam. Und so schickt er noch mal eine Postkarte. Ich glaube, Lincoln hat sich nie mit dieser Welt abfinden können, so wie sie ist, oder seinem Platz darin.
Dieses Leben wird ihn irgendwann ermüden. Oder er macht Fehler. Darauf warte ich. Er entkommt mir nicht. Ja, das war Mafia 3. Jetzt würde ich schon 13 sagen, weil da oben 13 stand. Ja, gut, mit der Entscheidung zum Schluss hätte ich jetzt nicht gerechnet, muss ich sagen. Ich habe auch gelesen, also ich habe mir keine Let's Plays und so angeguckt, ich wollte mich halt auch nicht spoilern. Und ich habe nur mitgekriegt, dass Gronkh wohl sehr enttäuscht von dem Teil war. Und ich muss sagen, am Anfang hatte ich mir gedacht, warum sind alle so, fanden alle das nicht so, ich fand es eigentlich ganz gut, aber nach der Einführung, nachdem man dann verraten wurde, hat sie es wirklich sehr hingezogen. Gerade diese Aufgaben, die immer wieder kamen, wo man mit Donovan gequatscht hat, der hatte irgendeinen, zu dem muss man hin, der hatte dann auch wieder irgendeinen oder noch 3-4 Aufgaben und dann musste man da zig Leute killen und befragen und schnickschnack, alles dasselbe und hat ewig gedauert. Fand ich nervig und zum Schluss dann auch recht langweilig, deswegen habe ich viel auch übersprungen. Die Zwischensequenzen haben mir sehr gut gefallen, also das war halt, das fand ich schon Hammer, also das hat mir gut gefallen. Ich finde, es kommt nicht an den zweiten ran, und wobei ich den zweiten schwach in Erinnerung habe, den werde ich auf jeden Fall auch nochmal spielen. Den ersten weiß ich noch nicht, ob er denn überhaupt läuft bei mir und ob ich weiter als das Autorennen komme, da gucken wir mal. Ansonsten fand ich die ersten zwei halt mega cool. Wie gesagt, den ersten, den kenne ich nur bis zu dem Autorennen, den Rest nicht. Ja. Ansonsten, warum Birch jetzt eigentlich dann sich hochgeschwungen hat und was die anderen beiden gemacht haben. Darf ich Sie mal was fragen? Senator! Wo waren Sie, als John F. Kennedy ermordet wurde? Ich weiß es nicht mehr. Zu Hause, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Zu Hause, glaube ich. Wissen Sie, wo ich war? In der verpissten Hütte in Vietnam. Hab gerade eine alte Frau zerstückelt. Scheibchen für Scheibchen. Und raten Sie mal, warum? Weil Ihr Sohn NVA-Offizier war. Sonst hätte er nie das Maul aufgemacht. Was reden Sie denn da? Was hat denn das zu tun mit unserer... Was er uns erzählt hat, hat einem ganzen Zug das Leben gerettet. Das sind 42 Männer. Männer, die einen weiteren Tag überlebt haben, weil ich eine alte Frau zersägt habe. Danke, Mr. Donovan. Ich Sie glaube, bleiben wir... da sitzen und halten Ihre Fresse! Wie eine Bestie habe ich da gewütet. Im Auftrag unserer Regierung. Das verfolgt mich mein ganzes Leben lang. Ich hab's getan, weil ich an unsere Sache geglaubt habe, an das, wofür diese Nation steht. Ich stand in der Hütte, arschtief in der Jauche, um mich herum die Einzelteile der alten Frau. Da sagte mir einer, der Präsident der Vereinigten Staaten ist gerade abgeknallt worden. Da wusste ich sofort, dass ich das nicht so stehen lassen kann. Ich war bereit, alles dafür zu tun, um dieses Scheiß-Attentat zu rächen. Was reden Sie da eigentlich? Ich sage gerade, dass Selma Kano mit der Hilfe von ein paar Verschwörern der Mörder Kennedys ist. Das ist ja wohl das Dümmste, was ich je gehört habe. War ja klar, dass Sie das sagen. Jeder bleibt, wo er ist! Sie sind nicht ganz bei Trost, damit wissen Sie, ich habe rein gar nichts gegen ehrgeizige Menschen, Senator. Und Sie waren ja besonders ehrgeizig, richtig? Sie haben Rechtswissenschaften studiert, irgendwann waren Sie Staatsanwalt. Und jetzt sitzen Sie sogar im Senat. Nach Makanos Tod habe ich in seinen Akten geschnüffelt. Mann, war ich überrascht. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie oft ich auf Ihren Namen gestoßen bin. Die Mafia wollte Kennedy tot sehen und Sie waren nur zu gern bereit, dabei zu helfen. Die ganzen Kameras, die Zeugen, ja, damit das kommen weiß Sie ich. Nicht die durch. Die sollen ja alles mitnehmen, du verdammtes Arschloch. Das hat er nachsehen. Soll sehen. Das ist erst der Anfang.
Denn du bist für mich nur sowas wie ein Startschuss. Und ihr seid die Nächsten. Gentlemen. Schnell, ein Nachschlag, Senator, die Polizei. Erstmal richtig schön mit der Kamera drauf. Okay, jetzt habe ich einen Faden verloren. Tolle Wurst. Dass Birch sich dann aufgeschwungen hat und dass der halt so ein Scheiß war, wo ich mir dann dachte, was für ein Drecksack. Der kriegt beim nächsten Mal nichts mehr. Da soll er die Schnauze halten. Kriegen die anderen zwei was. Den brauchen wir nicht mehr. Ist jetzt halt die Frage, also, was mich gestört hat. Einmal, warum der halt so viel bekommen hat. Ich meine, das war alles gerecht aufgeteilt. Und was die anderen zwei gemacht haben. Ich meine, eigentlich hätten da ja vielleicht ein Machtkampf entstehen müssen, weil ich mir schon fast dachte, dass das nicht glatt geht alles. Und dann würde mich noch interessieren, wie dann die Geschichte von den anderen zweien ist. Wäre dann halt die Frage, wie ich das so hinbiegen kann, dass sie das bekommen. Eventuell, wenn die mehr Stadtteile bekommen, könnte man probieren, dann gäbe es noch zwei Enden. Und dann würde mich mal noch interessieren, was dann ist, wenn man sich auf den Thron setzt, ob man dann gemeinsam mit den dreien das Ganze macht, den ganzen Laden schmeißt. Oder ob man die drei dann wirklich killt, was ich ein bisschen schade finde. Ich meine, um den Birch jetzt nicht so wirklich, aber um Cassandra so ein bisschen, weil er ist halt auch eine Frau. Und um Vito, weil zumindest war er im zweiten Teil cool. Hier ist er so ein bisschen Weichei, finde ich. Ja, das würde mich mal noch interessieren. Das will ich auf jeden Fall mal noch irgendwie rauskriegen. Ich weiß nicht, ob ich ob ich das irgendwie neu laden kann, diesen Spielstand, also diese Stelle. Oder ob ich das ganze Scheißspiel nochmal spielen muss. Dann praktisch dreimal. Wo ich mal so wenig Bock drauf habe. Eigentlich war ich jetzt froh, dass das mal langsam zu Ende ist. Ich meine, es war gut, fand ich. Also es war zu viel von diesen, geht dahin und tötet diese Leute und hin und her gefahren. So, das fand ich ein bisschen zu viel. Da hätte mehr Abwechslung reingekonnt. Gerade so, was jetzt die letzten Missionen anging, da war mal ein bisschen was anderes drin. Das fand ich ganz cool. Was ich immer ganz gut finde, sind so, na hier, wie die Playboys und diese anderen Heftchen und die Bilder, die man so sammeln kann, so zweitrangige Sammelsachen, die man halt sammeln kann, wo man halt nicht wirklich im Spiel was bekommt, also was nicht wichtig fürs Spiel ist, aber wo man halt trotzdem irgendwas bekommt, wenn man es sammelt, außer eine Zahl, dass man es voll hat. Hier mit den, kann man sich halt immer irgendwas angucken oder durchlesen, das finde ich schon ganz cool. Aber wenn es wichtig ist, um beim Spiel voranzukommen, das finde ich dann doof. Jo. Gut. Das war's. Mir hat's am Anfang gut, dann so mittelmäßig gefallen, also rein, wenn man die ganzen Passagen zwischendurch weglässt, wo rumgefahren sind und dieselben Aufgaben und dieselben Leute töten mussten, fand ich es eigentlich ziemlich cool. Hat es mir ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, den zweiten und wahrscheinlich auch den ersten werde ich auf jeden Fall auch noch irgendwann aufnehmen. Und die habe ich eigentlich auch sehr viel besser in Erinnerung. Könnte natürlich sein, dass ich mich da wieder täusche, denn hatte ich schon bei einigen Spielen, wo ich mir dachte, oh, das war so cool und das sah so cool aus und dann spiele ich das mal wieder und stelle fest, sieht gar nicht so cool aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Weil es halt schon alt ist. Naja. Gut, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auch ganz gut gefallen. Jo. Und wir warten mal ab, ob noch was Neues kommt. Ob ein neuer Teil kommt oder ob es das war. Und sehen uns dann bei einem anderen Let's Play oder bei Mafia 2. Bis dann. Tschüss.